schön, aber meins. Ich vermute mal, ich habe hier ein Hornissennest entdeckt. Über mir im Baum meckert irgendein Vogel. Dem passt das wohl nicht, dass ich hier die ganze Zeit... Möchte ich hier noch einmal betonen, die Hornissen sind völlig ruhig. Was da immer erzählt wird,
habe auch nicht die geringste Angst. Ich fühle mich auch überhaupt nicht bedroht. Bedroht sind ja diese Tiere eher von uns oder durch uns. Also gefährlicher halte ich schon die Biester, die hier rauskommen, nämlich die Wespen. Ich kriege sie leider nicht auf die Linse, weil sie blitzschnell sind. Möglicherweise, ich weiß es eben nicht, um sich nicht erwischen zu lassen von diesen Burschen. Und das sind reine Räuber. Und soweit ich mich erinnern kann, gehen sie eben auch auf Wespennester. Und deswegen kann ich diese ganze Situation auch nicht klar definieren. Entweder ist das ein Überfall auf ein Wespennest, oder aber beide Gattungen haben ihre Nester übereinander. Was ich eher für unwahrscheinlich halte. Nehmen wir mal an, sie tauschen Nachrichten aus. Jetzt sitzen beide hungrigen Mäuler auf der Reling und ich verpasse das immer, wenn das Muttertier zum Füttern kommt. Sie schauen aber schon nach Mücken. So schnell geht es. Na, der hat was gefunden. Der weiß wohl, was liegt. Direkt hinter dem Pfeil. Dort sitzt Adebar, dem dieses Wetter auch ein kaltes Bade war. Gefällt ihm nicht so. Dafür hat er Gäste unten im Land. So. Die holen sich sicherlich Nistmaterial raus. Da.
auch gleich abhauen, wenn der Fahrradfahrer kommt. Starker Wind!